Hi YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der NAT-Reihe. Heute kommt eigentlich der Teil, auf den die meisten von euch wahrscheinlich gewartet haben. Ja, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber heute machen wir NAT mit PAT. Also das, was eure Fritzbox zu Hause macht. Viel Spaß! Ja, da wollen wir uns mal anschauen, wie dynamisches NAT mit PAT, mit Port Address Translation, eigentlich funktioniert, wo auch vielleicht die Probleme darin liegen, wenn man nur eine einzige öffentliche IP-Adresse zur Verfügung hat. Wenn wir uns an die letzten Videos zurückerinnern, war es also so, dass immer eine IP-Adresse einer privaten IP-Adresse eine bestimmte öffentliche IP-Adresse zugeordnet wurde. Bei statischem NAT war es eine 1:1 Zuordnung, da war das immer klar und immer gleich. Und beim dynamischen NAT war es eben so, dass immer einer privaten IP-Adresse zu einem Zeitpunkt nur eine öffentliche IP-Adresse zugeordnet wurde. Das heißt also, zu einer öffentlichen gab es zu dem einen Zeitpunkt auch nur eine korrespondierende private IP-Adresse. Das ist nämlich dann ganz wichtig, wenn wir senden eine Anfrage raus an irgendeinen Server im Internet und der Server antwortet. Jetzt muss ich anhand der öffentlichen IP-Adresse entscheiden, an welche private IP-Adresse in meinem Heimnetz ich oder in meinem Firmennetz, wo auch immer, ich die Anfrage weiterleiten muss. Wenn ich immer eine zu einem Zeitpunkt eindeutige Zuordnung habe, dann ist das kein Problem. Wenn ich aber so wie jetzt bei NAT mit PAT nur eine einzige öffentliche IP-Adresse benutze, dann kann das zu Problemen führen. Schauen wir es uns kurz an. Hier ist mein NAT-enabled Router. Auf der linken Seite sind meine Clients mit den privaten IP-Adressen. Auf der rechten Seite ist mein Internet. Bei NAT mit sogenanntem Overload oder PAT passiert jetzt also Folgendes. Verschiedene innere private Adressen, ja, inside local addresses, ja, verschiedene private Adressen, werden alle auf die gleiche öffentliche, auf die gleiche global gültige IP-Adresse gemappt. Heißt also, oder abgebildet, ja, wenn wir ein bisschen im Deutschen bleiben wollen. Heißt also, wenn jetzt ein Server antwortet an die 89.1.2.3, dann geht aus der 89.1.2.3 nicht heraus, kam die ursprüngliche, oder daraus nicht hervor, kam die ursprüngliche Anfrage von dem PC hier oben, von dem in der Mitte oder gar von dem hier unten. Ja, das können wir so nicht entscheiden. Und es ist nein, keine Option, dann einfach immer per Streuschuss das Ding quasi als Broadcast mal alle zuzustellen, um mal zu gucken, dass sich hoffentlich einer freut über die Daten, die er da erhalten hat. Ja, also so funktioniert das Ganze natürlich nicht. Das heißt also, Ziel ist immer noch, ja, und damit wir das nicht aus den Augen verlieren nochmal, warum machen wir das Ganze? Unser Ziel ist es, ja, alle möglichen Rechner im Netzwerk, vielleicht hier hinten drei Client-Netze zum Beispiel, mit dem Internet zu verbinden und dafür aber nur eine einzige Adresse zu benutzen. Ja, das wollen wir eigentlich machen. Wir wollen nur eine IP-Adresse benutzen und deswegen brauchen wir eine zusätzliche Information, mit der wir die verschiedenen Verbindungen, die wir jetzt da alle haben, mit denen wir die irgendwie uns behalten und merken können. Und diese Informationen gibt es eigentlich schon, ja, oder beziehungsweise benutzen wir schon lange, nämlich das sind die sogenannten Ports, ja, Schicht 4 Adressierungsinformationen, Ports bei TCP oder UDP. Und die machen wir uns jetzt bei NAT mit PAT, Port Address Translation, zunutze. Wie? Das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier ein ganz simples Beispiel mit einer Fritzbox in der Mitte, das ist mein Router, auf der linken Seite hier dieses grüne Wolkending soll mein privates Netz darstellen, 192.168.178.0/24. Alle Endgeräte haben dort drin eine IP-Adresse, die Fritzbox hat die erste verfügbare, soweit keine Neuigkeiten. Auf der rechten Seite, das ist der Warnanschluss der Fritzbox, ne, dort haben wir vom Provider die 89.1.2.3 zugeordnet bekommen, ja, und hier passieren also deswegen dieser Punkt hier, hier passieren NAT, Network Address Translation, und PAT, Port Address Translation. Das passiert hier. Und das Spannende ist jetzt also, sich anzuschauen, ein Paket, wenn es vom Rechner abgesendet wird, ja, hier von dem Punkt 10er, Host B schickt jetzt ein Paket hier los, deswegen habe ich das rot gemalt, das ist also quasi das Paket im privaten Netz. Und dann nach PAT, nach dem Punkt, an dem PAT passiert, ne, habe ich das jetzt anders gefärbt. Das ist jetzt bei mir ein blaues Paket, weil sich dort eben etwas verändert hat. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Was verändert sich da eigentlich? Ja. Okay, wir bleiben beim roten Paket und wir schauen mal. Achso, ja, ganz wichtig, hier habe ich die sogenannte NAT-Tabelle aufgemalt. Das sind die Informationen, die sich, deswegen in Klammern FB dahinter, das sind die Informationen, die sich der Router merkt. Das füllen wir jetzt gleich gemeinsam so nach und nach ein bisschen aus. Aber schauen wir mal. Also erstmal dieses Paket hier.
Das Rote, ne? Das ist das, was wir zuerst betrachten. Wer ist der Absender dieses Pakets? Ganz klar, das ist der PC mit der IP-Adresse .10. Ja? Also hier wird jetzt die private IP-Adresse 192.168.178.10 als Absender auftauchen. Ne? Ziel unserer ganzen Bemühungen, logisch, das ist der, was weiß ich, ich habe jetzt hier den Google DNS Resolver als Server hier im Warenbereich eingezeichnet. Ja. Das ist also unser Rechner, mit dem wir kommunizieren wollen. Okay, wie sieht es mit den Ports aus bei dieser Anfrage hier? Gut, wenn ich eine DNS-Anfrage sende, dann wird irgendein Port größer 1024 dafür reserviert. Was weiß ich, ich nehme den Port 4711 und Zielport bei DNS, in der Regel UDP Port 53, ja, den trage ich jetzt hier ein. Das sind die Adressierungsinformationen auf Schicht 3 und Schicht 4 für das rote Paket. Wir wissen, wenn eine private IP-Adresse im Internet als Absender oder Ziel auftaucht, dann ist Essig. Das will keiner. Ja. Deswegen werden im blauen Paket, die private IP-Adresse wird in dem blauen Paket ersetzt, und zwar durch die öffentliche Adresse des Routers. Ne? Das heißt also, hier im blauen Paket, das habe ich hier unten, ja, taucht jetzt als Absenderadresse auf einmal die 89.1.2.3 auf. Ne? Die öffentliche IP-Adresse des Routers, und diese Übersetzung von hier nach da, ja, das nennen wir NAT. An der Adressierung beim Ziel ändert sich natürlich nichts. Das ist nicht so schön. Das bleibt also die 8888. Logisch, das Ziel darf ja nicht verloren gehen, die Zielinformation. Es ist immer noch Port 53, der beim Ziel adressiert wird. Und als Quellport wird vielleicht auch einfach die 4711 übernommen. Ja. Damit der Router das später zuordnen kann, muss er jetzt einen Eintrag in seiner NAT-Tabelle machen. In seiner NAT-Tabelle wird er sich merken, wenn ein Paket für Port 4711 reinkommt, ja, das ist der Zielport hier unten, ja, kann ich vielleicht auch hier irgendwie so pfeilmäßig zeigen, ne? Wenn jetzt ein Paket für 4711 ankommt an meine öffentliche IP-Adresse, ja, dann ist das Ganze zugeordnet an 192.168.178.10 Doppelpunkt 4711. Ja? Soweit, so gut. Das heißt also, der Router merkt sich jetzt in seiner NAT-Tabelle, wenn das der Absenderport war, dann war das von dem Rechner, ja, und dann muss ich das auch an den Rechner wieder zurückmelden, das Paket. Soweit, so gut. Da kann eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel schief gehen. Ne? Ich weiß jetzt immer, wenn das Paket für einen bestimmten Port ist, dann kann ich das entsprechend dann dem Rechner zuordnen, von dem es eigentlich kam. Probleme treten dann auf, wenn jetzt zum Beispiel sich PC11 entscheidet, auch ein Paket loszuschicken, also der PC mit der Nummer 11 oder mit dem Namen A in meinem Beispiel, ja, weil auch dieses Paket wird ja durch NAT hier, ne, in irgendeiner Form wird da eine Ersetzung vorgenommen. Wir schauen es uns mal ganz kurz an. Sagen wir mal, dieser Rechner kommuniziert auch mit dem DNS von Google. Ne? Die Quell-IP wäre jetzt also, Moment, gehört ja grün, 192.168.178.11, ja, klar, Ziel-IP ist die 8888, und angenommen, dieser Rechner kriegt jetzt von seinem Betriebssystem auch 4711 als Port zugeordnet, und Zielport ist natürlich auch hier, ne, DNS, UDP, Port 53. Was wird jetzt der Router in seiner NAT-Tabelle eintragen? Er wird eintragen, 4711 ist zugeordnet auf 192.168.178.11.4711. So, wenn wir uns das jetzt also anschauen in unserer NAT-Tabelle, dann erkennen wir, dass der Zielport jetzt auf einmal gar nicht mehr eindeutig ist, weil rein zufällig zwei Clients vom Betriebssystem den gleichen Quellport zugeordnet bekommen haben und dass mir jetzt die Zielport-Zuordnung die Eindeutigkeit zerrübelt. Deswegen machen wir PAT. Und PAT bedeutet eben, dass der Router sich einen eigenen Port ausdenkt, also irgendeinen Port aus seiner eigenen Port-Range nimmt und auch den Quellport ersetzt. Ja? Und dieser Port wird dann hier in der
entsprechend in der NAT-Tabelle weitergepflegt. Ne? Also der Router ersetzt nicht nur die Absenderadresse auf IP, also die IP-Adresse als Absenderadresse, sondern er ersetzt auch noch den Absenderport durch einen eigenen. Denn dadurch kann der Router sicherstellen, dass er selbst die Absenderports vergibt und damit keine doppelten Nennungen von Ports auftreten. Das heißt, auch hier, ne, von dem orangenen zum grünen Paket, ne, das ist das, was jetzt nach draußen geht, ne, taucht also bei NAT natürlich die entsprechende Absenderadresse auf. Ja. Die Zieladresse bleibt gleich. Und auch hier wird also PAT gemacht und der Router nimmt vielleicht einfach den nächsten freien Port, den er selbst zur Verfügung hat. Ja. Und ersetzt also auch den Absenderport wieder, ne, und wird das also dann hier auch in seiner NAT-Tabelle eintragen. Ne. Und jetzt haben wir also den Fall, oder jetzt haben wir eben den Fall, dass es durch zufällige Doppelnutzung von Ports auf zwei verschiedenen PCs dazu kommen könnte, dass das Ganze wieder nicht mehr eindeutig zuordnenbar ist. Zuzuordnen ist. Diesen Fall haben wir jetzt ausgeschlossen, denn jetzt ist die eine Information, an der wir, der Identifier, der ist jetzt immer eindeutig, denn es ist so, dass der Router den selbst vergibt und solange der Router nicht anfängt, Port selbst doppelt zu belegen, warum sollte er das tun? Das wird er erst machen, wenn ein Eintrag aus der NAT-Tabelle verschwunden ist. Ja, dann kann er den Port wieder benutzen. Bis dahin ist jetzt eben alles andere offen und oder bis dahin ist es eben sichergestellt, dass es nicht zu einer doppelten Nutzung und damit zu einer Verwechslung kommen kann. Ich weiß, das ist jetzt ziemlich viel Information auf einen Schlag gewesen, aber man kann es nicht so richtig viel kürzer machen. Also nochmal, ne, Network Address Translation, NAT machen wir, damit die private IP-Adresse verschwindet und das Paket im Internet geroutet werden kann. Und PAT machen wir dafür, damit wir eine eindeutige Zuordnung bekommen, wenn eine Antwort auf eine Anfrage aus dem Internet irgendwann reinkommt. Ne? Weil die Antworten gehen ja dann an unsere Quellports, ja. Also unser Quellport wird dann zum Zielport und in dem Moment können eben, weil Quellports nicht eindeutig sind auf mehreren Systemen gleichzeitig, in dem Moment kann es halt zu Verwechslungen oder zu Doppelbelegungen kommen. Puh, wie war das mit dem Video hier? Hat es euch einigermaßen gefallen? Hat es euch was gebracht? Seid ihr jetzt eine Ecke schlauer? Wenn ja, super. Dann, wenn nein, müsst ihr mir halt irgendwie einen Kommentar da lassen und sagen, was ich vielleicht noch besser erklären kann. Dann schiebe ich nochmal ein Video hinterher. Das ist ja nicht tragisch. Man kann ja nochmal einen zweiten Erklärungsanlauf nehmen, wenn es eben so war. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben und über ein Like für das Video. Und wenn ihr meinem Kanal folgen wollt, dann freue ich mich umso mehr. Ja? Ansonsten hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir dann wahrscheinlich über die Implementierung von NAT sprechen, beziehungsweise noch über das Port Forwarding, über Destination NAT. Das ist der einzige theoretische Teil, der uns noch fehlt. Ja, ihr Lieben, das war's soweit. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.